Zertifikate bieten Investoren die Möglichkeit, Geld nach ihren individuellen Anlagezielen zu investieren. Doch was sind Zertifikate genau und wie funktionieren sie eigentlich? Formal gehören Zertifikate zu den Inhaberschuldverschreibungen und sind somit Wertpapiere. Sie können grundsätzlich an der Börse oder direkt über den Emittenten, dem Herausgeber des Wertpapieres, gehandelt werden. Im Gegensatz zu klassischen Schuldverschreibungen bieten Zertifikate in der Regel keine feste Verzinsung, sondern die Teilhabe an der Entwicklung eines Basiswertes. Dieser kann zum Beispiel eine Aktie, ein Rohstoff oder eine Währung sein. Je nach Ausgestaltung des Zertifikates können Sie an steigenden, fallenden oder seitwärts laufenden Entwicklungen des Basiswertes teilhaben. Die Ausgestaltung kann dabei von defensiv bis offensiv variieren. Um sich zum Beispiel gegen mögliche Verluste abzusichern, können Zertifikate mit einem Kapital- bzw. Teilkapitalschutz ausgestattet sein. Garantiert wird eine Mindestauszahlung aber erst zum Laufzeitende des Zertifikates. Alternativ bieten viele Zertifikattypen eine Risikobarriere. In diesem Fall muss der Basiswert erst einen vorab festgelegten Wert unterschreiten, bevor man einen Verlust erleidet. Auf diese Weise kann durch Zertifikate in alle Märkte investiert und fast jede Erwartungshaltung an zukünftige Marktentwicklungen abgebildet werden. Wie bei jeder Schuldverschreibung ist die Bonität des Emittenten beim Kauf des Zertifikates ein wichtiges Entscheidungskriterium. Ist der Emittent zahlungsunfähig, hat man keinen grundsätzlichen Anspruch auf Auszahlung. Als Anleger trägt man somit das Emittentenrisiko. Vor dem Kauf eines Zertifikates sollten Sie sich also über das eigene Risikoprofil und die individuelle Anlagestrategie im Klaren sein. Mehr zu Investmentthemen finden Sie auf deutsche-bank.de/investment oder sprechen Sie uns an. Unser Wissen in Ihren Händen, immer und überall. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft.